Komm und hol's dir. Wie ein Spartiat. Du bist entschlossen. Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Die in dem Lagerhaus? Habe ich längst befreit. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein Großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Ich bin Alexios. Ich würde mich auch bei dir bedanken, wenn ich deinen Namen wüsste. Brasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. Du bist auch ein Spion? Eine spartanische Taktik. Oh, ich hab Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Wir sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Was willst du mit ihm anstellen? Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Und seine Männer zu töten, scheint deinem friedlichen Vorhaben zu widersprechen. Alles andere ist fehlgeschlagen. Vertrau mir. Was ist passiert? Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen, die Bürger bewaffnet, versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts, außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Das hilft meistens. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot. Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartaner. Einst? Bis ich als Kind vom Taygetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist der Sohn von Nikolaus von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier und du bist am Leben? Unmöglich! Ich habe überlebt, mich selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter Myrine. Und nur Antusa kann mir helfen. Ja, Myrine.
weißt nicht zufällig etwas über sie, oder? Ich weiß, dass niemand solch eine Tragödie alleine tragen sollte. Und ich hörte, dass sie in dieser Nacht Sparta den Rücken kehrte. Niemand hat sie vergessen. Soweit ich weiß, wollte sie vergessen werden. Du kanntest Nikolaos. Ein guter Befehlshaber, aber ein sturer Spartiat. Und entlohnt für seine Loyalität. Aber er verschwand und seine Leiche wurde nie gefunden. Der Staat hat ihn für tot erklärt. Ist schon gut. Ich sah ihn zuletzt, als ich ein Kind war. Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Geht es denn nicht einfacher? Kopf hoch, Spartiat! Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Wir sehen uns wieder. Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig.